Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, beziehungsweise einem neuen angetestet oder nennt's wie ihr es wollt. Wir gehen heute rein in den Coal Mining Simulator. Und zwar, da ist der Prolog schon seit einigen Wochen draußen. Der Entwickler hat mir einen Key zugeschickt. Ich finde das Prinzip ganz cool, ganz witzig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin auch sehr gespannt auf die Umsetzung, weil ich ahne Schlimmes. Es wird, glaube ich, ein kleines Abenteuer. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Wir machen ein neues Spiel. Ich habe es mir da gar nicht angeschaut. Ich habe mir auch keine Videos dazu angeschaut. Ich kann euch nur sagen, ich habe es seit 2 Wochen auf der Festplatte liegen und habe leider noch nicht geschafft, das anzuspielen. Hat aber auch keinen freien Videoslot aktuell. So, grafiktechnisch haben wir erstmal alles aufs Maximum gestellt, was geht. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was sollen wir machen? Enter Pickup Truck. No contracts accepted. Go check contracts. Tablet in your mine. Achso, also wir müssen erstmal in die Mine fahren, oder was? Dann würde ich sagen, rein da. Oh, dieser Einstieg hat mich sehr an den Dings erinnert, an den, warte mal, wie machen wir hier den Motor an? Move forward, next camera, turn on the engine by clicking on the steering wheel. Ah, sehr gut. Drive to the warehouse. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das warehouse ist, das ist hinter uns. So, warte mal, Kamera, ah. Das, diese Einstiegsanimation hat mich ein bisschen an Dings erinnert, an, wie nennt es denn hier, Winterressource-Simulator. Da ist das doch auch so, oder? Sah ziemlich gleich aus. Wir hätten hier rechts fahren können. Müssen wir auch machen. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt, was auf uns zukommt. Was auf uns zukommen wird. Wir haben eine eigene Kohlemine, die wir bewirtschaften sollen. Da sollen wir Sachen abbauen, also Kohle in dem Fall. Ist auch ziemlich zeitgemäß, finde ich. Aber gut, es ist ein Simulator, ne? Warum also nicht? So. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einmal Motor aus, einmal raus aus dem Auto und wir sollen eine Toolbox kaufen. Toolbox, pick up, press left. Ja, okay, alles klar. 50. Press left mouse button to throw. Achso, bye. Oh. Okay, soll ich die erstmal hier so reinlegen? Ach ja, perfekt. So, buy wheel and pack it to the pickup. Ja, ich habe mich gerade schon gewundert. Moment, ich habe mich gerade schon gewundert, wie das funktionieren wird. Refill your car, follow the arrows. Achso, also einmal zur Tankstelle noch. Habe ich gerade schon gewundert, wie das Rad da hinten drauf passt. Wäre auf jeden Fall spannend geworden und eigentlich ganz cool, glaube ich. Aber gut, das Rad wird dann etwas kleiner, kein Problem. So, dann würde ich sagen, fahren wir einmal. Moment. Hä, wie ist denn diese Karte angelegt? Das ist ja überkomisch. Ach, das ist auch die Straße hier. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, die Navigation. Ich fahre, ich komme nicht mal bei uns bis in den Disco ohne Navi. Das ist ganz, ganz schlimm bei mir. Oh, die Straße ist aber hier auch ein bisschen, ja, schwierig. So, dann würde ich sagen, halten wir mal an. Ja, und guck mal, was es Schönes gibt. Refuel. Okay. Wo ist der da? Ah, gut. Das ist immer wichtig. An der Tankstelle. So. Ach ja, ist schon voll getankt. Immer den Schlauch nehmen, komplett rausziehen, bis auf Anschlag. Dann hier hinten auf die Stoßstange legen und dann so kurz hier rein, so nur mit den letzten Fitzel oben, so dass fast die Pistole vom Schlauch abgerissen wird. So stelle ich mir das an der Tankstelle vor. Genau, das ist wichtig. Es gibt tatsächlich Leute, die machen das so. Es gibt wirklich Leute, die tanken so. Und das ist immer wieder ein Fest. Also ich bin da so ein Typ, der sich da auch gern mal bei der Tankstelle einfach hinstellt und zuschaut. Einfach zuschaut. Also dann wirklich mit dem eigenen Tankvorgang warten, genießen und zuschauen. Das ist doch was, oder? So, na gut. Fahren wir mal mit 50 km/h in unser Glück. Ja, grafiktechnisch ist das ganz, oh ja, es ist ein bisschen holperig hier. Da wird die Welt so nach und nach aufgebaut.
Ich will auch gar nicht auf die Grafikkartenauslastung schauen. Die liegt bestimmt bei 100% bei der 4070 Ti. Spaßeshalber, wisst ihr was? Ich mach's trotzdem mal. Ich guck mal in den Taskmanager. Das wird mich jetzt mal interessieren. So. Oh. Sorry. Oh, nö, geht. 30%. Ja, das ist ja doch ganz angenehm. So, das scheint unsere Kohlemine hier zu sein. Hier ist zumindest der Eingang. Okay, und wir sollen einmal hier rüberfahren und einmal hier drüben parken. Was mich jetzt ein bisschen wundert ist, was ich öfters gelesen habe zu dem Spiel ist, dass die Grafik richtig, richtig übel schlecht sein soll und das so richtig altbacken und so weiter und so. <Ist das? lacht> Habe ich mich jetzt hier... Ja, okay, das ist aber eigene Blödheit. Das muss man mal ganz klar sagen. Manus, das war wieder sensationell. Wir könnten ja auch einfach draußen parken, ne? So ist es ja nicht. Gut. Dann, was sollen wir denn tun? Unload, purchase stuff inside the garage. Achso, okay. Das heißt, das Zeug einmal hier rein wahrscheinlich. Oh. Okay. Unsere Toolbox noch. Ah ja, perfekt. Und das Rad? Wo soll denn das Rad hin? Ach, guck mal, bei dem fehlt auch ein Rad hier von einer anderen. Insert Tire. Geht nicht. Warte mal, muss ich das Rad... Wo soll ich das... Wo soll ich das Rad jetzt hinlegen? Hallo? Ah, ich wollte es gerade sagen, bestimmt auf die andere Seite hier. Ah, perfekt. So, Mount Wheel into the Underground Truck. Ja, also nehmen wir es wieder. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass gleich das Telefon klingelt und Toto Wolff anruft, wo ich ins Formel 1 Mechaniker-Team reinkomme. Ja, kommt, der war nicht schlecht, ey. Ende der andere Kontrakt. Jetzt wird es eigentlich mal spannend hier. So, es gibt Tutorial. Oh, warte mal, ein Tutorial gibt es noch. Ich bin ja einer, der gerne das Tutorial überspringt und dann nicht weiß, was er machen soll. Reinfahren, Underground Truck, drunter fahren, beladen, aufs Förderband. Ja, easy. Und dann gibt's Kohle. Ja, da, pff. Achso, hier noch anschalten. Und dann geht es los. Hier, ah ja. Okay. Dann würde ich sagen, ab geht die wilde Reise. Okay. Okay. Oh, das ist aber ein cooler Truck. Also das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Den finde ich schon cool. Was uncool ist, dass er nur 8 km/h fährt. 9. Ah, der hat noch einen vierten Gang. Ja, gut. So, na, dann würde ich sagen, geht's mal rein in die Mini jetzt hier. Oh, jetzt habe ich gedacht, da gehen die Tore auf, dann fahre ich da rein, dann bin ich da in einem geilen Fahrstuhl drin und dann geht das richtig los hier. Wo ist mein Truck jetzt hin? Da. Clean up the mine, press... Okay. Follow Quest. Warte mal, clean up the mine. Press left mouse button to throw. Clean up the mine. Was soll ich jetzt abclean hier? Was soll ich die Mine sauber machen? Achso, na warte mal, vielleicht hier hinten. Vielleicht ist das nur sinnbildlich für... Ich soll jetzt mal hier anfangen zu arbeiten. Follow Quest. Da muss ich entladen. Ach. Das ist ein Container. Ach du grüne Neune, jetzt. Ach, ist das wild. Da haben sie aber alle Simulatoren zusammengewürfelt, die es so gibt. Das ist natürlich eine wilde Sache. Achso, ich muss immer Maustaste drücken. So, rein da jetzt. So, okay. Das ist auch mittlerweile überall, ne? Du musst erstmal, du kriegst irgendwas
oder übernimmst irgendwas, egal ob das eine Bierproduktion ist, egal ob das, boah, was weiß ich, was da jetzt alles noch für Simulatoren gibt, und dann musst du erstmal sauber machen. Da sieht es immer aus wie Sau. Das Schlimme ist, es ist natürlich in Real Life genauso, ne? Angenommen, du übernimmst jetzt irgendeinen Laden, meistens ist er ja runtergekommen und sieht kacke aus, oder Tankstelle, ne? Tankstellensimulator hier. Oh, habe ich das fast, hätte ich doch losgelassen. Bleib doch drin. So. Passt das überhaupt alles hier rein? Ja. So, die olle Gasbuddel hier. Auch da rein. Oh. Und dann können wir vielleicht schon das erste Geld verdienen, oder? Das wäre ja auch ganz witzig. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Money minus 5. Ja, ein gutes Unternehmen hat immer Schulden, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ein gutes Unternehmen hat immer Schulden. Perfekt. Zell-Chunk. Okay, du haben wir leider kein Geld dafür gekriegt. Go to the office, turn on the tablet, accept next task, mission, Dingsbums, tralala. Office, da ist das Office. So, na dann lass mich mal rein, Kollege. Dann machen wir mal an hier. Wollen wir mal schauen, was Schönes gibt. Missions, oh, Shop. Guck mal, was es hier alles gibt oder geben soll. Workers, Contracts. Warte mal, was sollten wir machen? Missions? Mission Tab. Ja. Okay. Prolo, go to the office, turn on the tablet. Okay. Habe ich das jetzt geschafft? Shop. Was gibt's denn hier noch alles? So eine Bohrdings? Das ist ja mal ganz interessant. Ach, hier zum Abbauen. Der fräst vorne die Kohle so aus der Wand raus. Das ist der Transporter. Ein Railroad Truck. Ach, ein Schienen. Für Schienen. Okay. Das ist der Transporter. Das ist ein sozusagen Baggerlader. Ich finde das ja geil. Die sind ja so überst krass flach konzipiert, um eben in der Mine arbeiten zu können. Used for Continuous Miner. Okay. Transportvehicle. Ein Excavator gibt es auch. Interessant. Battery Hauler. Used for transporting rocks from lower tunnels. Ah, okay. Ja, cool. Contracts. Okay. Dann würde ich sagen, connect two generators to power up a conveyor belt. Ah, ja. Ich muss jetzt die zwei Generatoren sozusagen miteinander verbinden, dass hier dieses Fließband angetrieben wird. Plug-in. Und anschalten. Turn on the conveyor belt. Achso, habe ich doch gemacht. Aber hier haben wir ja nochmal, genau. So. Und. Bam. Läuft. Ender Road Heater. Das ist der da. Das sieht ja cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an den, wie hieß der? Der Mining Simulator hier. Gold Mining Simulator. Follow Quest. Was sollen wir jetzt machen? Achso, hier den Kollege anscheinend. Aha. Okay, jetzt müssen wir erstmal Kohle abbauen. Ja, ist klar. Road Heater. Das ist das Ding, wo wir hier vorne sozusagen einmal anschalten. Okay, die ganzen Hebels anklicken. Ist klar. Machen wir natürlich. Überhaupt kein Thema. Ach, und dann können wir hier... Können wir hier das gute Material abbauen. Ich weiß ja nicht, ob wir nur Kohle abbauen oder ob wir auch Eisen abbauen oder so ein Zeug. Keine Ahnung. Bei Hard Coal, Anthrazit, Shungite. Also hier scheint es nach anderen Materialien zu geben. So, jetzt ist der schon mal an. Starten. Sehr spartanisches Gerät auf jeden Fall. Ist der jetzt schon an? Wie geht denn der jetzt an? Mining Mode. Jetzt aber. X Mining Mode. X Mining Mode. And drive two rocks. Ja, bin ich. Ich bin da jetzt hier. Wie steuere ich denn das Ding davon? WASD, XFT. Habe ich jetzt ernsthaft das Tutorial schon wieder nicht?
Gibt's hier noch den Knopf oder was ist jetzt hier los? Ah, der rote Knopf ist es. Alles klar. Warte. Mining Mode. Oh, jetzt geht's los. Jawohl. Jetzt wird das mal hier richtig abgebaut. Ja. Exit Road Heater in Ender Underground Rack. Achso. Okay. Ich würde gerne rausgehen. So. Danke. So. Okay, jetzt müssen wir diesen Truck hier drunter fahren, dass der beladen wird sozusagen. Okay. Dann tun wir das doch. Perfekto. So. Spiegel. Ach, guck mal hier. Krass. Connect. Ja. Disconnect. Ich würde sagen, komm. Können wir besser. Wenn, dann machen wir es ordentlich. Ja. Jetzt aber. Connect. Und raus da. Ja. Destroy the rocks using the road heater. Ja. Jetzt geht das los hier. Ich habe natürlich schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und ab geht die wilde Fahrt. Mining Mode. Ja. Krieg ich hier da was rein in meinen Arm? Jawohl. Das ist genau das richtige Gerät für Papa. Das ist genau das richtige Gerät für Papa hier. So muss das. Oh, noch ein bisschen rüberfahren. Können wir hier drüben die mal noch mit wegmachen? Jawohl. Richtig schön tief rein. In die Mine. Wie viel müssen wir? 50 insgesamt. 50 Steine zerstören. Ja, da habe ich natürlich schon gute Vorarbeit geleistet. So. Naja, ich sag mal so. Also es ist schon witzig umgesetzt, ne, wenn man das jetzt hier so sieht. Das sieht schon crazy aus. Also das muss man schon sagen. Ob das jetzt so richtig nach meinem Geschmack ist, weiß ich auch nicht so richtig. Aber naja, es ist zumindest... Ach, guck mal, da oben komme ich gar nicht dran. Naja, komm, wir machen jetzt mal hier einfach noch ein bisschen was weg. Oh, den Kollege noch. Okay. Achso, Return. Warte mal, Return to Underground Truck. Okay. Dann den wieder aus. Hier wieder raus. Und ich glaube, wir haben... nichts aufgeladen, weil wir schon wieder weg vom Förderband sind. Naja gut, schauen wir mal. Immerhin zu 72% gefüllt. Das sieht gut aus. Return to Underground Truck and near the Conveyor Belt. Okay. Dann bedeutet das jetzt hier einmal rückwärts ranfahren. Ja, guck mal, hier ist schon gut Kohle draufgekommen. Da kann man nichts sagen. Ich weiß halt auch nicht so richtig, grafiktechnisch, glaube ich, ist es auch... Also schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Grafiktechnisch ist es, glaube ich, nicht so auf dem neuesten Stand. Wenn man das mal ganz vorsichtig ausdrücken möchte. Also ich glaube, da geht mehr. Aber man weiß auch immer nie. Man weiß auch in dem Press-Button to Under Contract, raise the trailer. Okay, man weiß auch immer nie, wie viele Entwickler hier dahinter stecken am Ende. Ja, am Ende macht das einer alleine oder so. Ey, ich will das sehen, wie der ablädt. Ah, okay, jetzt fährt das hier weg. Connect Truck, Road Heater. Okay. 200 Kilogramm Kohle haben wir jetzt hier gemacht. 200 Kilogramm Kohle haben wir jetzt hier gemacht. Okay. Gab es jetzt schon die ersten Moneten? Connect Truck to Road Heater bei Pressing C.
Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal wieder rumdrehen. Ich habe auch das, also was mir überhaupt nicht gefällt, ist die Lenkung. Seht ihr das? Der schiebt da einfach nur so, das sieht schon spuckig aus, oder? Also das sieht wirklich kacke aus, das muss ich jetzt mal so sagen. Von den Rädern da. So, connect. Rausgehen. Und dann geht's in den anderen Kollegen wieder rein. Und dann können wir weitermachen. Jetzt müssen wir nochmal 100 Cola bauen. Oh Gott. Kein Drama. Oh, ich fand die Kamera eigentlich auch gar nicht schlecht. Das sieht man auch ganz gut. So, müssen wir mal hier an der Seite, müssen wir auch mal ein bisschen was mit wegmachen. Hier bleibt alles stehen sonst. Oh, jawoll. Oben auch. Schön mit raus. Das gute Gestein. Oh, jawoll. So wird da ein Schuh draus. Also man könnte meinen, ich bin Profi. Gut, vielleicht ist es auch einfach nicht so anspruchsvoll, wie man sich so denkt. Okay. Sieht gut aus. Ja. Traumhaft. 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 Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare eure Meinung zu dem Spiel. Also das würde mich tatsächlich brennendst interessieren, wie ihr das Ganze hier seht. Und empfindet. Ich meine, hier muss es ja noch viele, viele Sachen mehr geben. Also das muss man ja auch dazu sagen. Das ist ja noch längst nicht... Truck is full. You're wasting resources. Ja, dann müssen wir, glaube ich, den Kollegen erstmal wieder ausschalten. Erstmal wieder rausgehen und müssen erstmal wieder auslernen. Ja, 84. Das ist der LKW voll. Fahren wir wegen 16% nochmal dorthin. Ja, komm, egal. Wir wollen jetzt hier Ressourcenverschwendung, wollen wir nicht machen. Disconnect, ab geht's. Wie gesagt, wir wollen keine Ressourcen verschwenden. Wehe, da fällt jetzt die Kohle runter. Aber es ist schon cool gemacht, dass sie auch so lose da drauf liegt. Das finde ich eigentlich ganz nett, muss ich ehrlich sagen. Nur die Lenkung ist halt eine ganz schwierige Nummer. Und langsam. Langsam ist er der Kollege. Das muss man auch dazu sagen. So. Au. Oh, ich bin nicht ganz gerade. So. Jetzt. Connect. Und... Da kommt die nächste Fuhre. Oh, da fällt die Hälfte runter, ey. Das fasse ich einfach nicht. Was? Das war nur 100... Davor waren es 200 Kilo und jetzt waren es nur 150? Das ist ja wohl ein absoluter Witz. Es waren doch gerade 200 Kilo beim ersten Mal und jetzt waren es nur 150? Boah, ich bin maßlos enttäuscht. Ich bin maßlos enttäuscht. Ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert. Das ging gar nicht. Naja, da dümpelst halt hier so in deiner Mine rum, ne? Und brauchst auch ein bisschen Kohle ab, ne? Das ist wild. 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 Ja. Auf jeden Fall. Ist was zum Entspannen, würde ich meinen, oder? Ist eher so, wenn du die ruhige Kugel schieben willst. Ja, so ein bisschen für die Leute, die gerne eine ruhige Kugel schieben. Jetzt gehen wir mal hier drüben rein. So, komm, wir müssen ja nur noch ein bisschen was abbauen hier. Jawohl, da haben wir es doch schon. So, dump coal in the conveyor belt, accept contract to leave mine. Ah ja. Ich will aber noch nicht voll. Ich will den noch voll machen. Jetzt könnt ihr vergessen, dass ich hier einen halbvollen trage. Wenn, dann nehme ich die ganze Kohle mit. Wenn, dann will ich alles.
Jawohl. 64, 70%. Jetzt geht's richtig ab. Leute, jetzt bin ich drin im Geschehen hier. Also man muss auch dazu sagen, bis jetzt funktioniert es auch, ne? Also es ist jetzt noch nicht so, dass es rumgebackt hat oder großartig irgendwelche Fehler sind mir tatsächlich jetzt noch nicht gerade so aufgefallen. Ich meine, das ist ein Prolog. Prolog bedeutet ja immer, dass es noch in der Entwicklung befindet, das Ganze. Also da ist natürlich noch gar nichts fest. Steht da bestimmt total schief. Uiuiui. Oha. Ja, aber ich muss sagen, oh. Okay. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Need to repair. Ah, okay. Das heißt, hier können auch Sachen noch kaputt gehen, die wir dann reparieren müssen. Ne? Das ist natürlich auch interessant. Disconnect und rauf aufs Förderband. 100% haben wir geladen. Der Dump Truck oder wie der hier heißt, hat sich nur leider gerade selbst entladen. Okay. Warum das? Wieso ist denn jetzt das Zeug hier runtergeflogen? Das ist ja wohl der absolute Witz. Jetzt hat es mir die Kohle hier runtergeschmissen. Ich wäre hier wahnsinnig. Ganze Arbeit umsonst. Waste my time. Okay, hier müssen wir wirklich akkurat einparken. Und abladen. Park straight. Hä? Oh. Steht der immer noch nicht richtig? So, jetzt aber, oder? Jetzt. Und gib ihm. Waren auch 150. Okay, das ist interessant. Es waren tatsächlich auch 150. So, Dump Coal onto Conveyor Belt Accept Contract Leave Mine. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal auf Parkposition hier rüber. Das gute Stück, den können wir nämlich hier einparken. Wow. Och. Also man sieht sehr schlecht von innen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Sehr unhandlich, diese Maschinen hier. Ich will auch nicht wissen, wie man da aufpassen muss, wenn man so ein Ding in echt fährt. So, ich würde gerne parken. Kann ich das jetzt hier so? So, jetzt soll man accept contract and leave mine. Soll ich nochmal den Container? Warte. Contracts. 300 Kohl für 150.000. 600 Kohl. Wie viel haben wir? 500 haben wir. Okay. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Vertrag abgeschlossen über... Wo ging das jetzt raus? Da. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Vertrag abgeschlossen über 300 Kohle verkaufen. Gehen wir mal raus, schauen wir mal, was passiert. Spannend, interessant. Entering mine, from now you are able to freely move inside and outside of mine. You want to turn, you have to click on the mine doors. Ja. Okidoki, so, wo sollen wir jetzt hin? Jetzt sollen wir hier links irgendwo hin. Okay, hier wird wahrscheinlich die Kohle noch rausbefördert und aufbereitet. Oder wie muss man das sehen? Oder separiert? Wir sollen in den Bagger rein. Okay. Ja, die zwei Hebel sind zu fahren. Das einmal anschalten. Hier ist ein Radbagger. Ja, komm, ganz ehrlich. Als ob ich was bei JCB gewesen habe, einen 22-Tonnen-Bagger gefahren. Ist ja überhaupt kein Ding hier. So, her das Teil. Wie geht's hoch? Refract in der Next Camera Excavator Mode. Ach so. So, das heißt, wir fahren jetzt hier hin. Hier kommt nämlich unsere Kohle. So, gehen in den Excavator Mode. Ach du
heiliger Bimbam. Wer hat sich diese Steuerung ausgedacht? Das ist ja das... Also das ist... Also das ist die... skurrilste Baggersteuerung, die ich meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo man die Arme einzeln auswählt, um dann den Bagger zu steuern. Oh, das müsst ihr fixen. Das müsst ihr fixen. Liebe Entwickler, das könnt ihr nicht machen. Dann lieber mit der Maus oder so. Dann lieber mit der Maus. Aber das ist ja eine Katastrophe. Also, das, es funktioniert tatsächlich, aber... Spannend irgendwie, finde ich. Über die Kante müsst ihr vielleicht auch nochmal nachdenken, liebe Entwickler. Schaufel ist voll. Das ist ein gutes Zeichen. Bin gespannt, ob es funktionieren wird. Also der Bagger sieht schon, wir haben mit dem SUV gut gestartet, aber der Bagger jetzt sieht richtig scheiße aus. Also der Bagger sieht richtig, richtig, richtig abartig kacke aus. Das tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber das ist eine Katastrophe. Also grafisch ist das wirklich... Wer hat denn den Bagger? Also für diesen Bagger gibt es leider keine Props, meine Lieben. Eieieiei, der Bagger ist verdammt hässlich. Ah ja, die Kante hat es mit uns auf jeden Fall. Excavator Boat. Und Reiter. So. Okay, unsere Kohle ist quasi jetzt nach oben befördert worden. Oh, jetzt die Schaufel voll. Wilde Nummer auf jeden Fall. Also auch wenn man sich hier unten die Lenkung anguckt, ne? Also wie gesagt, ich gebe den Entwicklern ja da immer noch eine Chance. Ne? Also man weiß immer nicht, man weiß natürlich immer nicht, inwieweit, wie viele Personen da dran entwickeln, wie hoch ist das Budget. So weiter, das darf man immer alles mal nicht vergessen. Ne? Also da spielen alles große Rollen, es hat nicht jeder ein paar Millionen Budget. Das muss man klipp und klar dazu sagen, aber... Würdest du es da reintun, bitte? Vielleicht? Ah ja. Ist tatsächlich ganz da oben. Naja. Dann fahren wir mal zurück und holen mal noch was. Ich denke mal, zwei Baggerschaufeln werden wir doch brauchen. Ich mach den LKW mal schnell voll los. So, Leute. Ihr könnt das Ganze jetzt mit Spannung beobachten. Die letzte Schaufel wird jetzt in unseren LKW gefüllt und dann heißt es, glaube ich, ab die wilde Reise. Oh.
Also der Bagger ist wirklich, unterirdisch. Was haben Sie sich dabei gedacht? Der Bagger ist unterirdisch. So. Eine noch. Okay. Return to mine and can do your work. Was? Was soll ich denn jetzt da machen? Habe ich jetzt auch mal Geld verdient? Ich habe immer noch Minus. Ich habe einfach immer noch Minus. Warte mal. Ich habe einfach immer noch Minus 5 Dollar auf dem Konto. Oh, jetzt sollen wir wieder in die Mine gehen. Das ist ja wild. Okay, gehen wir wieder rein. Ach, hier, guck mal. Hier wird das rausgefördert. Das wäre natürlich geil, wenn das alles animiert wäre, ne? Die Förderbänder, wie die Kohle da rauskommt, dann oben da gesiemt wird, separiert wird und dann einzeln abgelegt und so. Das wäre schon eine coole Sache. Ich meine, press tab to end the management view. Oha, okay. Ach, guck mal, hier haben wir Kohle, die wir abbauen können, sozusagen. Blaze mine, blaze high. Ach, du grüne Nonne. Press on the dark rock and select the option blazing the tunnel. Blazing high tunnel. Blaze low tunnel. Okay. Press the question mark. Okay. Mine more coal, so you can effort drill rig. Ach so, wir können jetzt quasi noch mehr Kohle hier dingsen und dann kriegt man noch Geld. Aber wir haben da bis jetzt noch kein Geld gekriegt. Quack, 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 quack. Bis jetzt gab es doch keine Kohle hier. Muss ich einfach mal so sagen. Ich will mal ein bisschen Geld, will ich jetzt mal hier sehen langsam. Warte mal, wo haben wir jetzt unsere Mine ausgebaut? In welche Richtung überhaupt? Na gut, ich meine mal noch ein bisschen Kohle, Leute. Was mir gerade noch aufgefallen ist, ich habe das jetzt alles mal in Position gebracht, ist, dass wir ja unsere Contract complete haben. Das heißt, wir könnten den eigentlich abschließen und sollten Geld bekommen. 150.000? Baby, können wir was kaufen? Ja, was können wir denn jetzt hier Schönes kaufen? Warte mal, was soll ich? 50.000, guck mal, den könnte man kaufen. Da können wir sprengen oder was? Den haben wir ja schon, den haben wir auch schon. Nur könnt ihr jetzt selbst go check. Buy a Drill Rig vom Tablet Shop. Okay, Shop. Drill Rig. Buy. Okay. Buy Loader vom Tablet Shop. Shop. Loader. Okay. Leave the mine and drive to the shop to buy a security compartment. Okay. Okay, das heißt einmal rausgehen. Wir haben jetzt zwei neue Maschinen gekauft. Das ist interessant. Die können wir wahrscheinlich in die Mine reinfahren. Spannende Sache. drive to the warehouse. Also wir sollen erstmal zurück zum Warenhaus. Ich fahre aber schnell hin. So, einmal angekommen. Dann schauen wir doch mal. Übrigens, ich habe mal... bleib stehen, bleib stehen. Ich habe mal auf die Karte geschaut. Es gibt hier oben noch eine Riverwood Mine. Ne? Wir sind hier unten in der Backstone Mine. Wir sind hier in der Old Mine. Dann gibt es noch die Backstone Mine und eine Riverwood Mine. Ja, nur mal so zur Info. Gut, jetzt sollen wir das... Secure Compartment, okay. Return to Mine and the Drill Rig. So, das heißt, wir fahren wieder zurück. Einmal zur Mine. Auf geht die W3. Ich muss ehrlich sagen, also das Auto haben sie ja recht schön gemacht hier. Das sieht ja echt ganz gut aus. Ja, ich finde es auch witzig, dass die Straßen ziemlich holprig sind und nicht so glatt gebügelt. Also es gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Dynamik. Aber ansonsten, die Maschinen an sich, also diese Abbaumaschinen, also die Maschinen, um die es eigentlich geht in diesem Spiel... Boah, gerade der Bagger, Jungs. Schwierig, schwierig. Mal gucken, wie die anderen zwei Maschinen aussehen, die wir jetzt gekauft haben. Aber, das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Ist einfach, also ist nicht gut, muss man wirklich sagen. Ich glaube, generell gibt es hier so einige Ecken und Kanten, an denen noch gefeilt werden muss, was noch ausbaufähig ist. Aber es ist auch nicht das finale Spiel.
Und da gilt es einfach abzuwarten, was da noch kommt. Also, ja, aber es ist natürlich schon mal die grobe Richtung, in die das Ganze gehen wird. Return to the mine, end of the drill rig. Warte mal, wo bin ich jetzt gelandet? In der falschen Einfahrt. So. Mal rumdrehen. Rambazamba. So, dann gehen wir jetzt einmal rein in die Mine. Ich packe jetzt gleich hier vorne, ganz ehrlich. Oh, da halt, stopp! Eieiei. Nix gut für Stoßstange. Motor lassen wir natürlich laufen. Ist auch der Sprit alles, wenn wir wieder rauskommen. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt noch Schönes für Maschinen bekommen haben. Return to the mine, end of the drill rig. Ah, guck mal da. Sehr gut. Das ist so ein Bohrer, glaube ich. Das ist ein Bohrer, da bohrt man Löcher rein, da wird dann Dynamit oder so Sprengstoff reingefüllt und dann kann man da richtig raussprengen und dann kann man das Material eben abtragen. Komm, das machen wir jetzt mal. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Start. Ups. Wo sollen wir denn da mit dem abbauen jetzt? Da hinten vielleicht? Drive to the rock and blaze dynamite. Ich glaube, wir fahren einfach mal zu dem hier, oder? Inside and then touch single rocks. Okay. So. What? Connect? Next camera reset drill position, switch drills. Hallo? Ah. Hä? Das verstehe ich nicht. Kann ich nochmal connecten? Ich würde ganz gerne nochmal connecten, Freunde. Ah, jetzt. Next camera reset drill position switch drill. Ah, hier. Okay. Kann ich den gar nicht so drehen? Kann ich den... Hä? Was ist denn das? Kann mir das mal einer erklären hier? Und jetzt rein da, oder was? Okay, und dann müssen wir hier drüben noch hin. Eieieiei. Das ist... wild! Wild umgesetzt. Ja, ist schwierig. Keine Ahnung. Was soll ich jetzt sagen, ne? Amazing, you need to park the drill rig to avoid any complications. Ah, okay. Dann fahren wir den mal wieder hier rein. Security-Bereich, get inside security. Ah, okay. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal in den Security-Bereich gehen. Das ist da. Ach, hier, das ist so ein Sprengschutzkapsel, irgendwas. Okay. Ach cool. Müssen wir natürlich zumachen. Ich würd zünden. Jetzt bin ich ja gespannt, wie das aussieht.
wo geht's denn rein hier in das gute Maschinchen? Ja, ja, komm, brauche ich auch jetzt kein Tutorial mehr hier. Das nun auch rum. Geht in die Karre an. Macht er wieder zu. So. Okay. So, jetzt haben wir da hinten was rausgesprengt. Clean up the rocks after the explosion. Oh ja, hier haben wir auch, guck mal, hier haben wir das ganze Ding einmal weggesprengt hier. Ach ja. Ach ja, die werden ja fein säuberlich da eingebaut. Ne? Da kann man sich ja gar nicht mal beschweren. Das funktioniert der Dump Coal zu Conveyor Belt. Ah ja, das soll man dann zum Fließband da fahren. Na komm, dann nehmen wir das alles noch mit hier. Guck, ja, so kann man natürlich auch Kohle machen. Move, Space in the Act, nix Kamera. Ach, man kann den gar nicht bewegen davon, oder was? Kann ich hier nicht hoch und runter gar nichts machen? Oh. Hä? Muss das doch, den muss den doch... Handbrake in the Act, nix Kamera. Nee. Ist mir den Schlauch hier noch weggerissen? Okay. Okay. Macht er alles automatisch. Ja, super. Bisschen weniger wir machen, ne? Ist auch schön. Thank you for playing our prologue. Feel free to leave us review on our stream. Ja, lieber nicht. Okay. Freunde, das war's zum Coal Mining Simulator Prolog. Schreibt mir gerne eure Meinung unter die Kommentare. Recht spannendes Spiel. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Ecken und Kanten. Was man hier noch besser machen kann, besser machen muss, bevor man hier released, glaube ich. Ansonsten wird es auf Steam oder generell auf den anderen Plattformen mit den Kritiken ziemlich schwierig. Oder interessant, sagt was lieber so. Ich bin auch gespannt auf eure Kommentare. In diesem Sinne bin ich aber erstmal raus. Ich hoffe, die kleine Experience in den Coal Mining Simulator hat euch gefallen. Bis dahin, euer Manus. Oh, guck mal, wie ich schwitze hier unter dem Helm. Katastrophe. Nur für euch.